Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar fast zum letzten Video der Reihe. Ja, es ist fast geschafft. So sieht es im Moment aus hier. Sixpack. Da geht aber noch ein bisschen was. Und zwar die Geheimtipps, wie ihr es schafft, noch die beste Form vom Sixpack rauszukriegen, wo ihr darauf achten müsst, wenn ihr zum Beispiel ein Fotoshooting macht oder sowas. Das zeige ich euch heute. Ja, jetzt aktuell ist es so ein bisschen entspannter am Werden. Es ist gerade so ein bisschen im Abkühlen draußen. Es wird jetzt so ein bisschen dunkler, grauer und es sieht die ganze Zeit nach Gewitter aus, aber es kommt aktuell noch nichts. Ja, es ist mal wieder Wochenende und das bedeutet für mich jede Menge Videos drehen, Videos schneiden. Ja, und ich habe übrigens ein neues Haustier und zwar Egon, den zeige ich euch mal kurz. Ja, Egon war schon mal circa vor einem Jahr ungefähr, fast zur selben Zeit war Egon schon mal bei mir. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Im wahrsten Sinne des Wortes, Leute. Naja, aber worauf müsst ihr achten, wenn ihr noch kurzfristig die beste Form rausholen wollt von einem Sixpack? Und wenn ihr schon ein Sixpack habt, was müsst ihr dann tun oder halt nicht tun, wenn ihr die beste Form rausholen wollt? Das ist im Prinzip ganz einfach. Punkt Nummer 1 ist, dehnt eure Bauchmuskulatur gut, dass sie möglichst regeneriert ist und dass ihr nicht so fette, komische Klumpen habt. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und jetzt eine ganz, ganz wichtige Info. Wenn ihr ein Fotoshooting habt oder sonstiges in die Richtung oder das Sixpack on point bringen möchtet, dann müsst ihr unbedingt vermeiden, den Bauch auf Pump zu haben. Das heißt, kein Bauchmuskeltraining mehr den Tag vorher und erst recht nicht am selben Tag. Denkt nicht, dass ihr es wie beim Bizeps machen könnt und den Bizeps irgendwie aufpumpen könnt oder sowas, ja? Der Bauch sieht am allerbesten aus, wenn er möglichst wenig durchblutet ist und ihr eine schöne, tiefe Cuts bekommt. Wenn der Bauch nämlich, ihr müsst euch das vorstellen, der Bauchmuskel ist ein großer Muskel mit Sehnen getrennt und wenn der auf Pump ist, dann sieht das einfach richtig scheiße aus. Dann ist das so aufgequollen, der Bauch ist nicht richtig flach und so weiter und so fort. Punkt Nummer 3, bevor ihr das dann präsentieren möchtet oder das Fotoshooting anfangen möchtet, auf gar keinen Fall noch irgendwie viel essen oder viel trinken, dass der Bauch aufgebläht ist. Das ist aber, denke ich mal, fast jedem bewusst und ist eigentlich auch logisch, dass man das nicht macht. Und ich glaube auch, dass das eigentlich niemand von euch auf die Idee kommen wird. So, Leute, jetzt geht's kurz zu Emil und Elif. Wenn die möchten, dann lernt ihr die jetzt auch noch mal kennen, obwohl ihr die eigentlich auch schon von anderen Videos kennen müsstet mittlerweile. Ich melde mich gleich. Gleich. Ja, gleich wird auf jeden Fall das Licht knapp. Die G7X hier ist jetzt nicht so die beste Kamera, was Lowlight angeht. So, jetzt gehen wir mal gucken, wie lange der Herr Simsek mal wieder braucht, um rauszukommen. Das dauert nämlich immer. Ich habe zwar gerade eben schon angerufen, er meint, er kommt jetzt runter, aber mal sehen. Was geht ab, Leute? Kommt die Elif uns entgegen und meckert uns erstmal richtig an. Nein, ich habe mein Handy nie auf laut. Hast du mein Handy auch nie auf laut? Nee, gar nichts. Was hast du? Ich habe Vibrationen, aber ich habe nichts gehört. Ich
Hallo. Was geht ab? Monkey Films wieder am Start und Scoop. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir eigentlich irgendwo was essen gehen wollen. Und das funktioniert eigentlich nie ohne 2 bis 3 Stunden Diskussion vorher. Ey, ohne mich. Emin sagt immer, ihm ist es scheißegal. Und Elif sagt immer, kein McDonald's. Passend übrigens ja zum Diät-Dingsbums, ne? Zum Thema, morgen muss das Sixpack sitzen und ich gehe draußen was essen. Ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Ich habe auch eingekauft für einen Salat und alles. Aber der Emin hat dann gesagt, komm. Und dann, wenn der sagt, komm, dann weiß ich nicht, kann ich nicht. So Leute, die erste Projektwoche geht zu Ende. Die zweite Diätwoche geht auch zu Ende. Und ich will jetzt nicht so laut reden hier vor der Kamera, dass nicht die Leute sich so gestört fühlen. Abonnieren nicht vergessen. Die letzten Videos kommen jetzt die nächsten Tage, morgen oder übermorgen. Ich weiß noch nicht, ob es 1 oder 2 wird, werden wir sehen. Aber bis zum letzten Video dann. Bis dahin, ciao. So, da bin ich nochmal ganz kurz. Erstmal jetzt kurz alle Fenster hier aufmachen, ne? Weil es kühlt ja endlich ab. Und eine Sache habe ich vergessen euch zu sagen. Ups. Und zwar möchte ich, dass ihr, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dass ihr schon mal anfangt, Fragen zu stellen bezüglich Diät, Ernährung, Training, alles einfach, weil dann habe ich so ein bisschen Vorlauf und kann schon anfangen, die Kommentare zu lesen und gegebenenfalls schon eure Fragen unter diesem Video anfangen zu beantworten. So, hier ist alles auf, so richtig Durchzug jetzt. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das schon mal macht, dann können wir mit den meisten Fragen schon mal anfangen und dann habt ihr auch schnell eure Antworten. Also, bis dahin, macht's gut.